Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und in diesem Video habe ich nochmal einige Clips für euch rausgesucht von verschiedenen YouTubern, die ja Jurassic World Evolution 2 schon anspielen durften. Denn es gibt noch einige coole Animationen, die vielleicht der ein oder andere von euch noch nicht gesehen hat. Und deshalb habe ich die hier mal kurz und knackig für euch zusammengeschnitten. Hier haben wir unter anderem die Schlafensanimation von dem Carnotaurus. Dann kann natürlich der Carnotaurus, wenn man ihn zu sehr auf den Sack geht, auch die Jeeps angreifen. Und es ist auch ganz cool, das dynamische Jagen auf die Ziegen kann tatsächlich auch fehlschlagen. Also, dass der Carnotaurus oder andere Dinosaurier das Ziel verfehlen und die Ziege dann noch etwas länger überlebt. Aber natürlich am Ende des Tages ist meistens der Dinosaurier der Gewinner gegen die Ziege. Hier sieht man dann den Allosaurus mal beim Trinken. Und mit einem coolen, schrägen Anlauf. Gönnt er sich dann auch noch einen kleinen Snack für zwischendurch. Die neue Animation an den Fleischfutterspendern finde ich auch ziemlich cool. Leider hat der Clip hier nicht so gute Qualität, weil der von Reddit kommt. Aber achtet mal so ein bisschen auf die Physik von diesen Fleischbrocken, wie die so umherschwingen. Das finde ich echt ziemlich nice. Ich finde tatsächlich auch, dass die Dinosaurier jetzt viel besser auf zum Beispiel Jeeps und Helikopter reagieren. Wenn ihr mal darauf achtet, der Triceratops hier, der beobachtet wirklich den Jeep und dreht den Kopf mit dem Jeep mit. Und ich finde auch, dass sich die Dinosaurier viel mehr wie eine Herde verhalten und auch zusammenbleiben und zusammenhalten. Hier sehen wir jetzt, wie zwei Nasutoceratopse gleichzeitig aus dem Entwicklungslabor freigelassen werden. Und es gehen sogar noch mehr als zwei. Das ist wirklich cool, denn das ist erstmal eine Zeitersparnis natürlich. Und ich finde, die Animationen sehen auch wirklich sehr gelungen aus. Bei den Gallimimus sieht das auch sehr spektakulär aus, wenn die dann da zu fünft hinausstürmen. Und hier sieht man dann mal, wie sich so ein Gallimimus ernährt. Es gibt ja keine Futterspender mehr für Pflanzenfresser, sondern nur noch die richtigen Pflanzen, die man dann in den jeweiligen Gehegen platzieren muss. Das hier ist auch nochmal eine sehr coole Animation von dem Galli. Da kickt er so ein bisschen in der Luft herum. Und das hier ist auch nochmal ein Clip, den ich besonders cool finde. Der ist leider ein wenig vorgespult, aber ich mache ihn nochmal etwas langsamer für euch. Es sieht hier nämlich so aus, als wenn sich der Brachio an dem Baum reibt und sich da halt so ein bisschen kratzt hinten am Rücken. Also die Dinosaurier scheinen dann auch wirklich viel mehr mit der Umgebung zu interagieren. Und hier sehen wir dann nochmal, wie zwei Pteranodons freigelassen werden und ein wenig in ihrem Aviarium herumfliegen.
Zu guter Letzt habe ich nochmal einen Clip von Reddit mit leider nicht so guter Qualität, wo wir nochmal dem Terrano dann sehen, wie er auf einen der Besucher losgeht. Und ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, für euch waren da nochmal ein paar Clips bei, die ihr noch nicht kanntet. Falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.